Du siehst einfach aus wie Ken und ich wie Barbie. Oh, die Farbe sieht so gut aus. Und das Auto ist jetzt hier drin. Also alles, was normale Menschen tun würden, würde Barbie eigentlich nie tun. Hi Barbie! Hi Ken! Hi Ken! Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was machen wir heute? Wir machen heute einen Tag lang das, was Barbie und Ken niemals machen würden. Zum Beispiel, dass Barbie mit so einer tiefen Stimme redet oder Ken mit so einer hohen Stimme. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Barbie geschaut und Hella ist Feuer und Flamme. Sie war auch in der Film letzte Woche. Was hältst du davon? Ich fand ihn sehr cool und dachte, wir müssen heute dieses Video drehen. Okay, Ladies, jetzt geht's los. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Ken ist und was der macht und so. Also musst du mir das so ein bisschen beibringen. Erstmal sieht er ganz anders aus. Schau mal, ich habe mir jetzt schon so ein schönes Kleid angezogen, so mit hohen Hacken. Ich sehe aus wie Barbie. Ich bin Barbie. Ach so. Ja, dachtest du, du bist Barbie oder was? Das wäre noch witziger gewesen. Das hätten wir machen sollen. Nee. Hättest du dich in dieses Kleid quetschen können? Nee, danke. Nein, aber ich habe dir schon Sachen rausgesucht für den perfekten Ken. Was trägt der? Jetzt habe ich Angst. 3. Wow! Das war bei 3, Hella. Du solltest bei 1 werfen. Was ist mit dir? Das trägt also Ken. Also er trägt auf jeden Fall immer eine Shorts. Er hat auch so ein gestreiftes blaues Polo-Oberteil. Ja, wie ich. Aber das ist auch in Ordnung, so ein rosa. Und dazu diese Schlappen, weil er ist doch so ein richtiger Beachboy. Ah, okay. Du siehst einfach aus wie Ken und ich wie Barbie. Was machen wir denn jetzt den ganzen Tag? Barbie geht doch eigentlich nur shoppen, oder? Ja, das macht sie schon viel. Deshalb werden wir das gerade nicht tun. Ach ja. Sondern wir sind hier in unserem unaufgeräumten Haus. Ja. Barbie auch niemals hätte, weil bei ihr ist immer alles sauber und ordentlich. Und vor allen Dingen wäre sie ja schon perfekt geschminkt, ich aber nicht. Deshalb habe ich hier was Kleines vorbereitet. Was ist das? Barbie hat auch immer so XXL-Sachen, also habe ich den XXL-Lippenstift bestellt. What? Und werde mir damit jetzt erstmal die Lippen machen. Das Ding ist, wir machen noch alles, was Barbie nicht machen würde. Ja, aber das musste jetzt einfach sein. Okay, es musste sein. Nein, aber wir werden jetzt auf jeden Fall das machen, was Barbie und Ken nicht machen können. Und zwar, wir werden uns jetzt ein Gericht kochen. Die können nicht kochen, oder was? Das weiß ich nicht, aber sie können auf jeden Fall nichts essen. Essen die in dem Film gar nichts, oder was? Nein, also es sind ja Puppen. Ja. Und die kriegen ja gar nichts runter. Die haben ja gar kein Verdauungssystem und so, manchmal. Aber wir werden uns jetzt Pasta-Barbie-Nudeln kochen. Pasta-Barbie-Nudeln? Kann man sowas kaufen, oder was? Nein, die werden wir jetzt machen. Einfach mit diesen hochhackigen Schuhen in der Küche. Ich habe mich noch nie so groß gefühlt in dieser Küche. Weißt du, sonst bin ich immer so klein und stoß mich jedes Mal gefühlt an diese Ecke. Es ist so schlimm. Hast du dir das jetzt ausgedacht? Nein, das habe ich gesehen bei TikTok. Ah, okay. Das Rezept ist halt auch ultra easy. Also wir brauchen einfach nur Nudeln. Und jetzt brauchen wir... Barbie würde nie was vom Boden aufheben. Rote Beete und Sour Cream. Vielleicht noch eine Packung. Noch eine Packung, was wird das? Du wirst es gleich sehen. Und damit gehen wir jetzt zu unserem Handmixer und füllen das jetzt hier rein. Oh, ich hoffe, das schmeckt. Das sieht auch schon sehr lecker hier aus. Ja, irgendwie sah das schon ein bisschen ästhetischer bei den anderen. Wird das die Soße oder was? Ja, das wird die Soße. Mit Sour Cream? Ja, also wenn das gut schmeckt, dann werde ich das auf jeden Fall öfter essen. Alles drin. Und jetzt wird mein Lieblingsgemüse dazu gegeben. Tom, du weißt, wie sehr ich rote Beete liebe. Ist das Gemüse? Ja, wahrscheinlich. Ja. Nicht, ne? Ihr müsst unbedingt gekochte rote Beete schon nehmen. Also die sind jetzt schon gekocht. Ich kann dich halt irgendwie nicht ernst nehmen mit deinen hochhackigen Schuhen, deinem Kleid hier in der Küche. Vor allem muss ich richtig aufpassen, wenn das jetzt in meine Klamotten geht. Ja, das wäre nicht so gut. Dann müsste Barbie doch erstmal shoppen gehen ja. Und sich ein neues Outfit kaufen. So, jetzt hoffen wir mal, dass diese dicke Kugel hier reinpasst. Oh, es hat geklappt. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal und wir verrühren das jetzt. Was ist das denn? Die Hälfte klebt noch oben. Das sah irgendwie anders aus in den TikTok-Videos. Warte, nimm mal ab. Aber die Farbe sieht schon mal gut aus, oder Tom? Ja, das stimmt. Also wenn diese Soße nicht mal richtig Barbie-like aussieht, oder? Ich kann mir noch nicht so vorstellen, dass die auch schmeckt. Das ist halt die gute Frage, dass es schmeckt. Gehört da nichts mehr rein? Das war alles, was da reingehört? Das war's. Also dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer, aber an sich war's das. Also wenn das jetzt gut schmeckt, das wird meine neue Lieblingssoße werden. Kippen wir jetzt mal das Wasser ab. Der Topf ist einfach so praktisch. Ja. Ich glaube, Barbie hat nicht so praktische Töpfe. Bei denen gibt's ja gar kein Wasser in der Welt. Was? Weißt du, zum Beispiel duscht sie auch, ohne dass da Wasser rauskommt. Was?
Ja. Kalte Dusche. Tom, du musst den Barbie-Film dir anschauen. Nein. Der ist halt so witzig, aber ich glaube, dir würde es auch gar nicht gefallen, wie die Cans dort dargestellt werden. So, und die Soße. Pfeffer und Salz. Also es ist nicht ganz so flüssig und es riecht jetzt auch nicht so ansprechend, muss ich sagen. Oh, die Farbe sieht so gut aus. Das hätten wir schon mal zu unserem Pink-Video machen sollen. Ja. Das sieht halt aus wie Farbe, die an die Wand gehört. Ja. Dann probier mal. Boah, das sieht so gut aus. Mmh, Schoko-Zitrone. Und? Kann man auf jeden Fall essen. Ja, genau. Doch, das schmeckt gut. Also ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so lecker, wie alles im Internet abgefeiert haben auf TikTok. Es ist in Ordnung. Und für die Farbe gibt es extra Punkte. Ich mache bei mir, glaube ich, noch ein bisschen Pfeffer drauf. Ja, ich glaube, ich muss meins auch ein bisschen würzen noch. Also die Nudeln sollten auf jeden Fall durch sein. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also es geht echt. Haut mich jetzt nicht vom Stuhl, aber Ken mag es bestimmt. Ken kann eh nichts essen. Ach ja. Also Ken, ich habe jetzt richtig Lust, mein Pferd zu besuchen. Aber da kann ich nicht in diesem Outfit hingehen. Deshalb muss ich mich jetzt noch umziehen. Und wie kommen wir dahin? Hast du deinen pinken Roller? Den haben wir ja. Hast du den? Ja. Das wäre perfekt gewesen. Das wäre jetzt wirklich so perfekt gewesen für dieses Video. Ich habe ja zu meinem 18. Geburtstag habe ich einen pinken Roller bekommen. Aber mir war das immer zu unsicher, damit auf der Straße zu fahren. Das wäre einfach der perfekte Barbie-Roller gewesen. Ja. Wir müssen den hier euch einmal einblenden. Aber ich habe mir dafür was anderes überlegt. Das zeige ich euch gleich. Aber vorher ziehe ich mich um, denn jetzt werde ich zur Reit-Barbie. Barbie ist jetzt umgezogen, wie ihr sehen könnt, für den Stall. Ist aber ein bisschen wenig pink, ne? Ja, das stimmt. Aber cooler Gürtel auf jeden Fall. Du hast ja gerade schon gesagt, ja, ich habe ja nicht mehr meinen Roller. Was macht man dann? Dann organisiert man sich halt ein Auto. Und das Auto ist jetzt hier drin. Ich bin denn gespannt. Barbie würde niemals so ein kleines Auto haben. Wo hast du das her, Ella? Das ist mein altes Spielauto. Das ist deins? Wie ist das bitte? Ja. Hol das mal runter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da heutzutage noch reinpasst. Doch, das passt. Das ist extra so ein richtiges Barbie-Auto. Es ist wirklich Barbie. Da steht ja sogar Barbie drauf. Ja, das ist richtig von Barbie. Früher war hier dann noch so ein Radio drin und da konnte man immer so CDs einwerfen. Wer hatte auch so ein Spielauto? Ich feiere das einfach komplett. Also ich hatte nie so eins. Nein? Nein. Also wenn ich selber irgendwann Kinder habe, dann kriegen die auch dieses Auto. Was? Oh Gott, ich passe hier halt noch rein. Wie geht das? Das fährt? Das Auto fährt? Ja. Was? Oh Gott, ich kann nicht lenken. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, was ich mit meinen Beinen machen soll. Früher ging das irgendwie. Drückst du jetzt mit deiner Hand das Gaspedal? Du hast echt einen Schaden. Geht das immer nur so ruckweise oder was? Dann drück echt mit deiner Hand. Dann drück mit deiner Hand, ja. Aber dann kann ich nicht lenken, weißt du, wie schwer das ist? Eine Hand lenkt? Echt? Okay. Ja. Oh mein Gott. Den Kuchen, das ist den Kuchen. Alter, was? Das sieht so genial aus. Ich glaube halt nicht, dass ich hier noch reinpasse. Wie witzig ist das? Denk dran, hier ist Geschwindigkeitsbegrenzung 30, ja, ne? They see me rolling, they hating. Wie genial ist das bitte, dieses Barbie-Auto. Ich will auch mal damit fahren. Ich passe da wahrscheinlich noch weniger rein. Nicht, dass es kaputt geht. Barbie und Ken zusammen in diesem Babyauto. Nee, ich habe halt das Gefühl, bei mir geht das kaputt. Wie passen jetzt deine Beine da rein? Hi Ken! Ich kann nicht mehr. Hast du jetzt den Rückwärtsgang eingelegt? Aber ja. Oh Gott! Du musst wirklich aufpassen. Tom! Wir sind jetzt im Stall angekommen und müssen jetzt erstmal die Pferdchen von der Weide reinholen. Und da laufen wir jetzt einfach mal hin. Also Barbie würde nie ihre Hacken auf den Boden tun. Meine Ferse sind auf dem Boden. Sie würde immer hochhackige Schuhe tragen. Das stimmt. Auch beim Pferde reinholen. Wie heißt nochmal ihr Pferd? Tony. Tony. Tony? Ihr Pferd heißt Tony. Gollum ist die perfekte Tony. Also ist das auch wieder was, was Barbie nie machen würde. Sie würde sich nie ein männliches Pferd holen. Ja, genau. Tony. Tony, komm her. Also wenn die nochmal eine Verfilmung machen, dann
kann Gollum auf jeden Fall die Hauptrolle bekommen. Ich finde, Gollum sieht einfach aus wie das absolute Barbie-Pferd. Wenn nur der Schweif fehlt. So, Tony, heute bist du eine Stute. Tony und Tresenio. Nee, Gollum. Wow, er wäre fast abgehauen. Sieht man Barbie in dem Film eigentlich irgendwann mal reiten? Nein, gar nicht. Gar nicht? Das kenne ich nur von Barbie Life in the Dream House. Okay, aber da reitet sie. Ja, außerdem müsste Barbie niemals die Pferde alleine nehmen, weil Ken ihr das immer abnehmen würde. Ja, ist so. Aber weil wir heute alles so machen, wie die es nie machen würden, musst du ja, heute beide stimmt. Pferde nehmen. Schade. Barbie würde halt auch niemals einen gelben Strich zum Reinholen haben. Nein. Vor allen Dingen, der so dreckig ist. Bei ihr ist doch alles perfekt in ihrer Welt. Aber was Barbie haben würde, ist ein pinkes Halfter oder rosanes. Ja. Nur nicht so kaputt, sondern es würde nagelneu sein. Sie kann ja auch aufstehen und sieht direkt perfekt aus. Ja. Ohne sich irgendwie fertig machen zu müssen oder so. Nicht so wie du. Du bist perfekt für dieses Video heute. Spaß. Ken wäre auch niemals so gemein zu Barbie, ja? Das stimmt. Oh, Leute. Ich glaube, in der Barbie-Dream-Welt gibt es auch einfach kein schlechtes Wetter, so wie bei ja, uns. Ja, wirklich. Da regnet es nie, oder? Nee, jetzt sind wir angekommen und gehen jetzt schon mal in Gollums Dreamhouse. Ja, in Gollums Dreamhouse, wo kein Essen drin ist. Tonys Dreamhouse wäre nie braun. Ja, es wäre halt immer pink. Ja. Aber ich putze ihn jetzt mit einer pinken Bürste. Das würde Barbie zwar auch niemals tun, weil Tony sich natürlich selber niemals einsauen würde, sondern immer schön sauber ist. Barbie hat natürlich lauter pinke Sachen in ihrer Putzkiste. So wie ich selber. Hab auch einfach nur pinke Sachen. Also alles, was normale Menschen tun würden, würde Barbie eigentlich nie tun. Ist so. Vor allen Dingen, wenn bei Barbie auch niemals so nervige Fliegen. Jetzt weiß ich auch, was sie meinen mit Hi Barbie, Hi Ken, wanna go for a ride? Sure, Ken. Ja, weißt du? Ja, yeah, right. Barbie würde aber immer so schicke Gamaschen haben, oder? Ja, aber dann darfst du sie eigentlich gar nicht nehmen. Wir machen ja alles, was Barbie nicht machen würde. Doch, die nehme ich jetzt trotzdem. Tony ist sehr begeistert davon. Ja, ihr gefällt sehr gut. Selbst das Pferd geht bei Barbie shoppen. Naja, Valentino war auch schon mit ihr shoppen. Und sowas. Passiert hier in unserem Video so auch manchmal. Ja. Ah, Brennnesseln! Au! Oh, ich bin hier voll in die Brennnessel gelatscht. Ich werde Tony jetzt mal satteln. Und dann gehen wir eine Runde raus, weil Barbie hat, glaube ich, keine Halle, weil wir eh das Wetter gut ist. Und dann würde sie wahrscheinlich so am Strand reiten oder so. Also gehen wir einfach nicht an den Strand. Genau, einfach eine Runde raus. Ella, da kommt die wahre Toni. Das ist Toni. Du hast heute einen Namensvetter. Das hier ist auch Toni. Ah, stimmt. Ja, Antonias Spitzname ist nämlich auch Toni. Wow, Toni, was ein klasse Outfit. Super siehst du aus. Weiter geht's. Yes, aufgestiegen. Wie eine Queen. Yes. Und nicht wie eine Barbie. California Beach versus German Beach. Barbies Pferd würde niemals äppeln. Niemals. Barbie, Ken und Tony haben es zurück zum Stall geschafft. Es war super anstrengend. Ich musste nebenher laufen. Ja, das stimmt. Es war jetzt ehrlich gesagt gar nicht anstrengend. Also Gollum hat 0% geschwitzt. Wir sind nur Schritt gegangen und jetzt bringen wir ihn wieder zurück. Tony kriegt jetzt erstmal natürlich noch eine Belohnung. Natürlich ein pinker Leckstein. Wie soll das anders sein bei Barbie? Wir machen doch alles, was Barbie nicht machen würde, Hella. Ja, Barbie. Als wenn sie Tony so einen Leckstein geben würde. Irgendwie ist das nicht so Tonys Taste. Also Gollum würde das besser schmecken. Und dann habe ich mir überlegt, besuchen wir nochmal meinen Hund. Dein Hund? Denn Barbie hat auch einen Hund und sogar eine Katze. Hallo Taffy! Ich musste gerade erstmal nachschauen, wie mein Hund noch heißt. Ja. Aber das ist Taffy. Und wer ist das? Und das ist einfach nur ein Reh. Das ist ein Reh, okay. Der Reh, Charakter hat nichts in dem Film verloren. Aber Taffy. Und Blissa haben wir jetzt auch gefunden. Blissa ist eigentlich ein bisschen weißer, glaube ich. Nicht so gräulich, sondern eher weiß. Aber du wärst die perfekte Blissa. Wie heißt Blissa in echt? Das ist eigentlich Carlo. Es ist auch eigentlich ein Junge, aber du bist heute Blissa. Also falls die Barbie-Regisseure, ich kann das Wort nicht aussprechen, nochmal eine neue Verfilmung machen wollen, so Barbie Life in the Dream House mäßig, stelle ich gerne meine Tiere und auch mich zur Verfügung. Und dein Ken auch? Auch mein Ken. Okay. Was macht Taffy in dem Film eigentlich? Eigentlich gar nichts. Ich glaube, Taffy ist auch gar nicht mal so klein, sondern ist eher so ein Golden Retriever. Aber Kiwi ist leider der einzige Hund, der hier so in Frage kommt. So, Barbie. Haben wir jetzt alles gemacht, was ja, Barbie Ken. An einem Tag nicht machen würde? Ja. Okay. Vor allen Dingen, dass die Tiere nicht an einem Ort in ihrem Dreamhouse zusammenwohnen, ja. Ist schon falsch. Ja, das ist schon sehr falsch. Also schreibt gerne nochmal in die Kommentare, was Barbie und Ken auch nie im Leben machen würden. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye, Barbie. Bye, Ken. Bye, Hundi.